Ich hatte gehofft, Nalin hätte euren Kopf schon als Trophäe. Ich kam hierher, um mich zu beweisen. Nalin gegenüber. Das hat ja gut aber geklappt. Fallen. Egal. Ihr seid der Feind. Solange ich noch eine Klinge halten kann, werde tut, ich was ihr tun müsst. Ich werde euch keine Gnade zeigen. Ich muss eure Schmerzen lindern. Warum bin ich denn ein Feind? Ach komm. Werde ich sie euch ins Herz stechen. Alles klar. Eigentlich müssen wir doch Verbündete sein, wenn er auch gegen Nalin kämpft. Aber okay. Eigentlich würde ich am liebsten sagen... Na gut, der ist vielleicht einfach nur verwirrt. Ich werde mal seine Schmerzen lindern. Ich bin ja ein Netter. Man darf das Leid keiner lebenden Kreatur ignorieren. Gnade führt nur in einen Strudel der Vernichtung. Ihr gehört nicht hierher. Eure Ignoranz sollte euch verschlingen. Aber alles zu seiner Zeit. Aha. Ja, mach's mal gut. Was habe ich denn jetzt schon wieder? Du kannst dich zwar bewegen, aber nur unter Schmerzen. Na, wunderbar. Untersuche die Quelle. Das werde ich natürlich erstmal machen, wenn dieser komische Dot von mir runter ist. Ich verliere aber keine Energie, solange ich laufe. Deswegen, naja, ist mir das eigentlich relativ wumpe. Ich habe so gesehen einfach nur Punkte bei meinem netten Gefährten bekommen. Hat man ja gerade gesehen. Hier unten kam ja gerade was eingeblendet. Ähnlich wie die Punkte für die gute und die böse Seite, die man hier erreichen kann. So, ich habe noch 20 Sekunden Zeit. In der Zeit kann ich nochmal eine Frage beantworten, die ich gleich gestern schon gestellt bekommen habe. Wieso heißt mein Kanal Feli mit 3 Y und wieso nenne ich dann meinen Charakter Floyd? Das möchte ich nochmal eben kurz erzählen. Das kann ich ja kurz machen. Das ist eigentlich, naja, jeder hat ja im Internet so seine eigene Gestalt, sein eigenes Individuum. Und ich habe mich eigentlich früher, vor Jahren, schon immer Floyd genannt. Angelehnt an ein Computerspiel namens Floyd, es gibt noch Helden. Uralt, ich glaube 1998 ist es rausgekommen. Also das ist halt eins der ersten Spiele, mit denen ich halt auch aufgewachsen bin. Daher hat es mich irgendwie auch geprägt und ich finde es einfach richtig, richtig gut. Ja, deswegen angelehnt habe ich mich früher mal Floyd genannt, aber da der Name Floyd natürlich öfter auch verwendet wird, gab es den dann bei irgendwelchen Spielen schon und dann habe ich mich irgendwann mal, weil ich irgendwas auch mit meinem Namen, also mit meinem richtigen Namen nehmen wollte, hatte ich dann irgendwas Felix mit einer 1 und das gab es dann auch und dann hatte ich irgendwann Feli genommen mit Y, also mit 3 Y dann, ja, und dann habe ich gedacht... Nimmst du das mal? Hab dann auch den YouTube-Kanal erstellt. Ich hab wirklich niemals auch nur im Träumen gedacht, dass ich jemals das Let's Playen so ernst nehmen werde, weil mittlerweile ist es halt ein Hobby, wo ich auch gerne viel Zeit mit verbringe. Und eigentlich würde ich am liebsten irgendwas mit Floyd heißen, aber den Namen gibt es selbstverständlich schon. Gut, jetzt habe ich wieder genug gelabert für heute und dann schauen wir uns auch mal dieses Relief hier an. Mal sehen, was passiert. Sani Mohandas Makaras Gursasek Autorafels Project. Der Gasgeruch wird stärker, das Atmen fällt euch schwer. Den Stein angreifen, versuchen das Gas zu stoppen, meditieren und ausharren. Doch, das ist geil. Ich werde keine Angst haben. Ich kann das überleben. Das hat jetzt Stil. Das ist wirklich wie ein richtiger Jedi. Ihr ertragt den Geruch noch einige Minuten lang. Okay. Okay, das war jetzt wohl doch nicht so gut. Jetzt habe ich schon wieder einen Dot drauf. Das ist doch nicht wahr, ey. Maximale Gesundheit. Moin. Hier kriegen wir jetzt so viele Dots oder was? Laufen wir erstmal weiter. Wenn jetzt der Kampf kommt, dann habe ich wirklich gelitten. Reden wir doch mal mit Meister Rajivari, der hier einfach mal so stumpf rumsteht. Natürlich ein Verfolger. Wer nach verbotenem Wissen sucht, wird immer von irgendjemandem verfolgt. Verbotenes Wissen? Falls ihr wegen Nalin Ranor hier seid, er war hier und ist vergänglich. So vieles ist vergänglich. Aber der ist irgendwie total leise, ich kann da auch gar nichts für tun. Ich bleibe der Mann, der ich war. Rajivari.
Wie ist das möglich? Das ist kein Hologramm. Bla, bla, bla. Wie ist das möglich? Nö, ich will gar nicht jetzt so viel labern. Hier kann man nichts trauen. Dieser Ort ist voller Schatten und Fallen. Ihr könntet auch eine sein. Ja, nur Freunde. Diese Erdämmung. Rockwurrend. Rockwurrendlexisknass. Euer Haustier ist intelligenter, als es aussieht. Haustier? Als mein Körper versagte, weigerte ich mich, eins mit der Macht zu nehmen. Wie hätte ich können? Die Jedi waren immer noch nicht perfekt. Hier in meinem Labor habe ich bestimmte Geräte hergestellt. Ich könnte einem Schüler innerhalb eines Tages das Wissen von Jahrzehnten geben. Einem Schüler, der würdig wäre, meine Vision weiterzutragen. Also wenn ihr den jetzt laut genug verstanden habt, ihr könnt es hier nochmal lesen, was er mir sagt, ich könnte einem Schülerinhaber eines Tages das Wissen von Jahrzehnten geben. Sozusagen, ich stehe jetzt vor einer Entscheidung, entweder diesen Bösen, ja, sozusagen alles anzuvertrauen und dem zu verfallen, das werde ich natürlich nicht tun. Ich frage erstmal, was ist mit diesem komischen Twi'lek passiert? Ihr sagtet, Nalin kam hierher. Ja, Nalin. Ich hatte solche Hoffnung. Aber Enttäuschung. Nalin ging durch die Fallen, anstatt sie zu lösen. Er hat schwer gelitten. Aber ihr habt mit intaktem Verstand überlebt. Nalin hingegen nicht. Vielleicht kann ich ihn retten. Kann man für Nalin etwas tun? Möglich, aber zweifelhaft. Es war ein Fehler. Nalins Verstand war dem Wissen, das er verlangte, nicht gewachsen. Ich habe keinen Nachfolger, sondern ein Monstrum erschaffen. Na, wer hätte das gedacht? Nalin wird die Jedi nicht erneuern. Er will sie und alles andere auf dieser Welt vernichten. Angefangen mit der Schmiede, wo die Lichtschwerter gemacht werden. Ohne die Schmiede verlieren die Jedi ihre Kampfkraft. Ihr müsst Nalin aufhalten, ehe er sie zerstört. Und euer Chaos beseitigen? Gut, das heißt, unsere nächste Mission findet wohl in der Lichtschwertschmiede, schweres Wort, statt. Findet in der Lichtschwertschmiede statt, okay. Ist es das, was ihr wolltet? Was ist die Schmiede? Meisterin Yuon hat mir noch nicht von dieser Schmiede erzählt. Zu meiner Zeit wurden dort Klingen und wissenschaftliche Instrumente geschmiedet. Jetzt macht man dort Lichtschwerter. Diese Waffe wird gegen Nalin nichts ausrichten. Aber ihr tragt das Heft der ersten Klinge, ein alter Freund. Okay. Durch eine einfache Prozedur könnte man es zu einem Lichtschwertgriff machen. Wenn man sein Alter bedenkt, braucht man vielleicht noch einen Kristall aus den Höhlen der Schmiede. Endlich ein Lichtschwert! Endlich werde ich die Waffe eines Jedi tragen. Durchquert die Höhlen und sucht die Schmiede auf dem Berggipfel. Stoppt Nali in diese Abscheulichkeit, die mein Wissen geschaffen hat. Gebt mir stattdessen euer Wissen, wenn es so sein muss. Ja, ich will sein Wissen eigentlich gar nicht. Ich verstehe, was auf dem Spiel steht und was ihr getan habt. Ich werde ihn finden. Geht, haltet Nalin auf, bevor ihr den Jedi-Orden vernichtet. Eines Tages werde ich ihn gerettet sehen. Na wunderbar, wir haben eine neue Robe erhalten, die uns unglaublich weit ausrüstet. Die setzen wir doch gleich mal an. Ja, Mann, wir sehen schon echt richtig Jedi-mäßig aus. Ohne Spaß, wir brauchen nur noch ein geiles Lichtschwert. Sodele. Gehen wir mal Richtung nach draußen. Ich bin gerade verwirrt, wo laufe ich denn überhaupt längs? Wir müssen hier, glaube ich, auch gleich wieder raus. Brumm. Was ist das? Oh, okay. Ich schwamm meinen Kommentar von der Seite. Okay. Ab nach draußen. Man konnte da doch gerade gar nicht durch, oder irre ich mich? Gehen wir einfach mal den langen Weg. Ich bin mir ein... Ja, nee, hier kann man noch... Ich glaube, man konnte da eben auch gerade nicht durchgehen. Aber wie ihr wisst, irre ich mich gerne. Und oft. So, was ist denn im Moment? Sammle ein Lichtschwertkristall. Wo muss ich das denn machen? Das Ding heißt die Schmiede.
Ich komme hier aber rum. Von daher ist das kein Problem. Ein Lichtschwertkristall sammeln. Das finde ich jetzt mal wirklich interessant. Das ist jetzt eine Aufgabe, die mich auch wirklich brennend interessiert. Ein Lichtschwert, das möchte ich wenigstens noch in dieses Let's Play mit reinbringen. Wenn ich schon nichts Multiplayer-mäßiges hinkriege, außer Motri kommt jetzt gerade nochmal gleich ran auf den Meter. Dann kommt auch ein kleiner Multiplayer-Part noch mit rein. Oh Mann, die ziehen aber auch ordentlich was ab. Ich bin mal gespannt, was dieser Rajivari auf dem Kasten hat. Ach nee, wie heißt er? Nalen? Auf jeden Fall dieser Twi'lek, der damals gleich in den ersten Leveln sich da diese Steine einverleibt hat. Mann, das sieht schon wieder echt scheiße aus. Sieht wie die Gesundheit, komm schon. Nein, oh Gott, das war so knapp. Verflucht. Wo ist denn eigentlich mein blöder Gefährte? So ein Scheiß aber auch. Da vorne sind immer noch zwei. Und ich bin so kurz vorm Ziel. Naja, egal. Ich rufe lieber eine Sonde. Keine Lust, jetzt den ganzen Weg nochmal zu laufen. Okay, er hat die Aggro gezogen. Das gefällt mir. Mir gefällt das auch irgendwie, wie er redet. Also, ich weiß nicht, viele Leute finden das wahrscheinlich eklig. Aber irgendwie feiere ich den Kerl. Greift er den an? Yeah, Buddy. Ich will nur, dass er die Aggro zieht, dann läuft das. Und schon funktioniert das. Der muss nur den ersten Angriff abbekommen. Und schon kann man an den einfach fast vorbeilaufen. Überhaupt richtig? Ja, anscheinend schon. Aha, wir mussten sogar hier längs. Ja. So, und zur Schmiede. Oh, schau mal, wer ist da denn? Ist das Martin? Wunderbar, der ist uns ja relativ nah schon auf den Fersen. Dann werde ich mit dem zusammen die Schmiede bestreiten. Das ist natürlich gut, dass wir jetzt mit jemandem zusammenspielen, der auf Level 18 ist. Der hilft uns dann natürlich. Dann werde ich ihn jetzt mal kurz anschreiben, mit ihm zu Teamspeak gehen und ab da sehen wir uns dann gleich zu zweit wieder. Bis dahin, abonnieren mich müsst. Euer Felix. So, hallo Leute, da bin ich wieder. Hinter mir, ihr seht ihn vielleicht. Wie heißt du? Der Gesetzlose. Hinten kommt Martin an, rangesprungen. Der schon einige Level über mir ist, Stufe 18. Er spielt ein, wie heißt das? Du, was ist Schmuggler. Das? Revolverheld. Revolverheld, Schmuggler. Und mit ihm werde ich jetzt zusammen hier ein bisschen rumlaufen. Ja, du drückst ja auch schon Damage, was ist denn bei dir verkehrt? Warum ist denn? Wir müssen, kann ich die Quest mit dir teilen eigentlich? Müsste ich doch eigentlich, ne? Nicht. Die Schmiede, Sind irgendeine Folgequest und so. Das ist eine Klassenquest oder einfach so? Das ist eine Klassenquest. Ah, dann kann ich die nicht mitnehmen. Okay. Weil ich kann das für dich töten, theoretisch. Das ist gut. Was war das denn? Das ist ja das erste Mal, dass ich das sehe, dass du mit jemandem hier zusammenläufst. Oh, was ist das denn? Ja, ist ein bisschen fetter, ja. Oh, was? Der ist cool. Heavy. Wie gut, dass ich dich dabei habe. Ich würde, glaube ich, sonst nicht lange überleben. Was ein Riesenvieh, ey. Was musst du machen für die Quest eigentlich? Wir müssen zur Lichtschwertschmiede gehen. Ups, ich verwechsel immer Missionslogbuch damit. Und ein Lichtschwertkristall sammeln. Also, die Story hier von den Jedi-Botschaftern ist, dass wir so ein... also irgendwie in einer der ersten Missionen mussten wir halt ein Hologramm beschaffen. Also irgendwie eins von vier Hologrammen. Und das wurde irgendwie gestohlen und genau dieses Hologramm war von dem ersten Jedi, der auf die dunkle Seite der Macht gegangen ist. Also unglaublich interessant. Bla bla bla. Dann sind wir diesen Weg gegangen, dieser dunkle Jedi gegangen ist und haben dann letztendlich diesen Dieb gestellt, der
dieses Hologramm halt geklaut hat, weil der halt, das ist so ein komischer Twi'lek, weißt du, die mit diesen beiden Schwänzen da um die Schulter. Ja. So einer ist das. Oh, ich glaube, ich kann da nicht mit rein. Kannst du da nicht mit rein? Ach, okay. Okay, cool. Ne, hier steht nur, dass nur ein Jedi-Botschafter zur Zeit hier mit mir rein darf. Ah, okay. Oh. Naja, und jedenfalls diesen komischen Twi'lek, den müssen wir halt stellen. Der ist halt irgendwie ziemlich evil, Knievel. Und der will irgendwie diese Lichtschwertschmiede zerstören, damit wir kein Lichtschwert kriegen und Decken haben und sowas. Ich betrete den Storybereich, okay. Aber du bist immer noch dabei? Ja. Das ist gut. Ich glaube, das ist wirklich dafür da, dass nicht Leute, die halt zusammen angefangen haben, hier das zusammenbricht. Also, ich glaube, wenn du ein Jedi-Ritter wärst, würde das gehen auf meinem Level. Aber ich glaube, nur ein Jedi-Botschafter zur Zeit. Oh, hier ist grün. Ja. Irgendwie Kipp oder so. Echt? Na, warte, ich mach. Was du das von da hinten? Es ist ja übelst geil, dass du aus der Range die ganze Zeit so viel Damage machst. Ja. Oh, nice. Ich probier drauf doch richtig. Gamorianischer irgendwas. Na, gönn dir. Was muss ich drücken? Bedarf oder Gier? Bedarf. Also so. Das musst du mir mal erklären, das habe ich auch bei WoW nie verstanden. Ja, also, wenn du Bedarf wirfst, also alle in einer größeren Gruppe zum Beispiel, wenn alle mehrere Bedarf drücken, wird ja zwischen denen gewürfelt, die Bedarf gedrückt haben. Mhm. So, und die Bedarf-Leute stehen immer vor den Leuten, die Gier gedrückt haben. Okay. Also die erhalten das eher.